Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, wir sind im Jahr 1882, 14. April ist es. Ihr erinnert euch, dass wir einen Krieg beigetreten sind. Und zwar die Brasilier kämpfen gegen die Argentinier. Um diese Provinzen hier geht es. Und ich denke, wir werden uns diesmal nicht lumpen lassen und mal unser Expeditionskorps ausschicken. Vorher habe ich mir überlegt, ich werde nochmal unsere Kampfflotte, die wir nicht ausschicken werden, die hat noch keinen entsprechenden Anführer, Flotten, Admiral oder wie immer man auch immer den bezeichnen mag. Ich habe einen guten gefunden, Eduard Dreier. Plus 1 Angriff, plus 3 Verteidigung erscheint mir ziemlich gut. Geschickter Mann. So, wir können leider jetzt nicht die Rochade mit den prestigeträchtigsten Anführern bei den ersten 3 Korps machen, weil wenn ich die nämlich versetze, verliere ich hier an Erfahrung, weil wir das in einem Krieg tun. Das ist quasi, wird sanktioniert. Wir werden die in die Schiffe laden und mit denen dann losfahren. Und ich denke, ich weiß gar nicht, wo landen wir? Vielleicht hier in Porto Alegre. Können wir da nicht landen? Was ist hier los? Ach nee, ich sollte vielleicht die Flotte auswählen. So. Das geht. Wunderbar. Und wenn wir vor Ort sind, schauen wir uns dann mal weiter um. Ansonsten, tja, wäre es schön, wenn ich jetzt eine politische Reform, eine Sozialreform durchführen könnte, weil es bilden sich schon wieder massive Rebellen. Aber im Moment sind uns die Hände gebunden. Die Liberalen im Reichstag, die unterbinden da jegliches. Gut, hier Italien haben es jetzt bald geschafft mit den verbesserten Beziehungen und in der Schweiz machen wir auch noch ein bisschen weiter. Wie sieht es überhaupt in Serbien aus? Oh, da sind wir ganz gut dabei. Wobei hier schon 2 Mächte herzlich sind. Aber 43 haben wir hier immerhin auch schon in Serbien. Sehr schön. So, ein Botschafter ist beleidigt worden. Leider wird wieder nicht gesagt, in welchem Land. Es geht um Frankreich. Informiert sie über die politischen Konsequenzen dieser fortwährenden Kooperationsverweigerung oder was auch immer. Wir werden uns in einem offiziellen Brief für ihre Zeit bedanken und die Verhandlungen. Da halten wir ein bisschen Prestige. Hier verlieren wir Prestige. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich denke durchaus, dass wir das zweite hier wählen könnten. Unsere Beziehungen verbessern sich dadurch und wir erhalten Prestige. Ich denke, das ist derzeit ganz in unserem Sinne und passt auch noch gut in unsere diplomatische Außenpolitik. Ja, hier warten wir auf das Ende des Waffenstillstandes. Ich habe schon wieder vergessen, 4. Februar 83. Ist nicht mehr lang hin, kann man so sagen. Okay, die Erweiterungen sind noch lange nicht durch. Und Blau- und Braunwasserschulen sind erforscht worden. Und das gibt uns die Möglichkeit, die Marinestützpunkte um eine weitere Stufe auszubauen. Das ist hervorragend. Aber vorher werden wir hier nochmal unsere Forschung erwürfeln. So, die 14. Und das ist schon der Kultur. Ja, wir sind doch, wieder erwarten, auch eine Kulturnation. Wir gehen auf Phänomenalismus. Verstärkung und Regimentserfahrung plus 5%. So, was haben wir hier? In Serbien? Ne, in Spanien. Gibt es Rebellen? Kann das sein? Möglich. Stand zumindest da. Vielleicht in einer der Kolonien. Kann auch sein. So, und wir können eine Meinungssteigerung erreichen, nämlich in Serbien. Und das machen wir doch jetzt glatt, wo wir die Möglichkeit haben, Meinung steigern. Wie sieht es denn jetzt aus? Wir sind herzlich, so wie Frankreich und das Zarenreich auch. Mit denen konkurrieren wir also. Und in Persien kommen wir auch ganz gut voran. Ich denke mal, wir gehen hier sogar mal noch eine Nummer mehr voran. Okay, das läuft aus. Und wir haben wieder Wahlkampf und Wahlen. 1. Januar
1883 sind die Wahlen. Oh, sehr schön. Und wir können tatsächlich sehr gut, wir können Sozialreformen verabschieden. Und dann machen wir das, was ich glaube auch ein Großteil der Soldaten sich wünscht. Das ist uns ja immer besonders wichtig. Sachgesundheitsfürsorge. Ja, die Liberalen finden das nicht so gut, aber wir machen das auf jeden Fall. Bevölkerungswachstum steigt, Attraktivität für Einwohner. So, prima. Das ist eingeführt. Und ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf unsere Bilanz. Denn es müssten doch eigentlich jetzt mal Sozialausgaben anfallen. Werden zumindest hier nicht angezeigt. Wundert mich jetzt etwas. Vielleicht im nächsten Monat. Ich weiß es nicht. Ach, wisst ihr was? Was wir noch nicht gemacht haben. Wir haben noch gar nicht entschieden. Ist unsere Transportflotte schon da? Ja, wir haben noch gar nicht entschieden. Gehen wir hier mit unserem Unterhalt hoch. Dazu müsste man den Feind irgendwie besser kennen, wie hoch dessen Organisation ist. Ich denke mal, wir machen mal Folgendes. Wir gehen auf 70%, boah, auf 60%. Schaut euch mal diese Tagesbilanz an. Der reine Wahnsinn. Ich will aber jetzt hier nicht in so eine Kriegsökonomie reinrutschen. Wie sind die Verlustquoten hier? Die sind super. Also das Versorgungslimit, will ich sagen. Richtig gut. Erstaunt mich. Also zumindest im Freundesland kein Problem. Dann marschieren wir mal vorher. Pascal von Schlieffen. Und wir haben nochmal Frauenrechtsbewegung. Vermutlich alles im Rahmen des Wahlkampfes. Wir werden unsere Situation nicht mehr länger hinnehmen. Wir werden nicht zurückstehen. Wir werden nicht schweigen. Gebt Frauen das Recht zu wählen. Frauen in ihrem Land bilden Gruppen und verlangen dieselben Rechte wie Männer. Sie wollen wählen, arbeiten und eigenen Besitz haben dürfen. Diese Frauenrechtsbewegung werden wir so leicht nicht mehr loswerden. Nein. Vorerst wird es kein Wahlrecht geben. Das kommt mit uns hier nicht in Frage. So, und jetzt... Tja... Die Osmanen wollen hier in Necht weiter agieren. So, ja, jetzt die spannende Frage. Gehen wir da vor? Jetzt haben wir natürlich hier enorme Verluste. 28, 31 geht auch noch. Aber steigt das hier noch oder steigt das nicht? Ich glaube, es steigt nicht mehr, ne? Weil wir auf 60% gestellt haben. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir riskieren es. Wir riskieren es. Ich bin gespannt, wie wir mit 60% Organisation hier gegen die Argentinier klarkommen werden, die jetzt fast gleich groß sind. Mal schauen. So, schauen wir uns die Schlacht an. Keiner ist großartig überlegen. Wir haben Gott sei Dank den besseren General, aber ansonsten ist alles ziemlich gleich verteilt, aber jetzt ist der Gegner hat deutliche Probleme. Oh ja, ich mache hier zwar ziemlich schnell eine Schlacht, aber wir sehen, wir können ihn doch ziemlich einfach überwinden. Wahrscheinlich sind wir technologisch so weit vorne. Kutsch ist bankrott. Okay, ein Kriegsgrund für uns. Und die Argentinier sind gleich besiegt. Die Schlacht von Villa Angela ist zu Ende. 30.000 getötet, 8.000 allerdings auch von uns. Götter, Waffen und Männer. Debatte über Religionspolitik. Die Sittlichkeit und Tugend unseres Volkes sinkt. Die Aussage sorgte für Aufruhr unter den Debattierenden. Das kennen wir schon. Da geht es um die Frage, wie es hier aussieht. Wir sind ja moralistisch, ganz klar. Deswegen... Lass die Leute ihren Glauben haben oder es kann nur einen einzigen Glauben geben. Ich glaube, wir sagen, es kann nur einen einzigen Glauben geben, wobei... Na... Bismarck... Ich glaube, wir machen das so. Lass die Leute ihren Glauben haben. Er hatte Angst vor großen, schlagkräftigen Organisationen. Insofern war er gegenüber den institutionalisierten Kirchen sehr kritisch eingestellt. Dementsprechend... wollen wir ja auch nicht so eine Äußerung treffen. Da
Das scheint mir ganz angemessen zu sein. So. Wir könnten uns jetzt eigentlich aufteilen. Allerdings brauchen wir das, was wir belagern, brauchen wir gar nicht zu belagern. Aber wir machen es trotzdem. Verlustquoten haben wir natürlich trotzdem noch. 2000. 2% wollte ich sagen. Gut, und wie sieht es denn hier aus mit dem Krieg? Es sieht schon mal sehr gut aus. 12. Oh Gott, hier gesamte Militärstärke 23. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir werden überhaupt nicht mehr gebraucht hier. Das war ein bisschen abenteuerlustig, aber nicht wirklich sinnvoll. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen abwarten können. Wir können damit auch unseren Haushalt wieder entlasten und auf 30% runtergehen. Also bei dieser Militärstärke ist das kein Problem. Hätte ich vielleicht auch schon mal vorher gucken können, ich gebe es zu. Aber damit, dafür haben unsere Truppen ein bisschen Erfahrung gesammelt im Ausland, im Überseeeinsatz. Ägyptisches Grab entdeckt. Unsere archäologische Ausgrabung im Tal der Könige in Ägypten hat ein Grab der 18. Dynastie freigelegt. Das Grab ist rechteckig und in einen oberen und unteren von Säulen getragenen Bereich unterteilt. Der königliche Sarkophag befindet sich im unteren Bereich. Diese fantastische Entdeckung hat unsere Ägyptenabteilung zum Gespräch des gesamten historisch interessierten Europas gemacht. Das ist fantastisch, vor allem aufgrund dieser hohen Prestigezahl, die wir jetzt nochmal bekommen. Und jetzt haben wir tatsächlich 1000 Prestige. Wahnsinn. So. Na, das dauert wahrscheinlich ein Weilchen, unsere Armee da ist. Und wir haben schon wieder eine Untergrunddruckerei. Das kennen wir schon. Das wird natürlich geschlossen. Es gibt doch Pressefreiheit. Ich weiß gar nicht, warum. Schon wieder. Wird schon wieder geschlossen. Diesmal in Deutsch-Wallonien. Ich verstehe gar nicht, warum die dann noch Was stand da eigentlich genau? Untergrunddruckerei. warum die das noch brauchen bei einer freien Presse. Phänomenalismus ist erforscht worden. Sehr gut. Das geht aber jetzt richtig knall auf Fall. So, dass wir direkt weitermachen können. 8. 8 ist erneut Marine. Ja, langsam macht sich die Verteilung doch bemerkbar. Und wir werden mal Stahldampfer entwickeln, was bei entsprechenden Erfindungen Kreuzer und Schlachtschiffe ermöglicht. Oh Mann, schon so früh. Forschung beginnen. Sehr schön. Da fällt mir ein, wollen wir vielleicht auch nochmal Bewegungen unterdrücken? Es gibt noch hier... Ach, die sind alle ungefährlich, oder? Aber trotzdem gibt es noch Anarcho-Liberale, immer noch 21. Aber gut, nicht mehr über 100, wie es schon mal war. Insofern hat sich das, glaube ich, doch durchaus ausgezahlt. So, die Armee ist da wieder zurück. Wir fassen sie zusammen, bringen sie auf die Schiffe und fahren dann los nach Emden. Ah, wir haben jetzt hier das Sammeln noch angemacht in Emden. Das müssen wir mal ausschalten. Deaktivieren wir. Und die beiden, das sind nämlich unsere neuen Panzerschiffe, die bringen wir dann schon mal nach Kiel. So, jetzt wird bald ist Wahltag. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, ob sich das irgendwie so ein bisschen substanziell auswirkt, was wir da getan haben in den letzten Wochen und Monaten und Jahren eigentlich. An Entscheidungen, ob unsere Leute dann auch zur Wahl gehen. Export und Import, Debatte über Protektionismus und Handelsfreiheit. Wir sind Protektionisten. Das heißt, wir schauen mal hier unten. Was nehmen wir denn da am besten? Ich denke, dass hier unten entspricht am ehesten unsere Auffassung. Die lokalen Märkte müssen von der ausländischen Konkurrenz abgeschirmt werden. Trotzdem ziehen immer noch 5% diese Haltung der Liberalen vor. So, die Osmanen kämpfen gegen Nesht. Der nächste Krieg, der ausgebrochen ist. Schauen wir uns das an. Es geht um Njedish Ha'il.
wo das auch immer liegen mag. Hier ist es, alles klar. Das Gebiet wollen sie erobern. Die reine Wüste. Was gibt es denn dann eigentlich? Das würde mich nochmal interessieren. Ja, Vieh und Getreide. Zumindest in den Küstenprovinzen. Oh, und das ist interessant. Niederlande wendet sich gegen Äthiopien. Könnte uns das in einen Krieg gegen Frankreich führen? Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wenn, dann wären wir wahrlich gerüstet. So, und wir können wieder was diplomatisch tun. In Persien sind wir jetzt so weit, dass wir... Gehen wir nochmal hier gucken. In Persien sind wir so weit, dass wir die Meinung steigern können. Das ist erfreulich. Okay. Wo ist denn jetzt unsere zwei? Ach, die ist hier schon wieder zurückgekehrt in Emden. Prima. Das war noch nicht die Wahl, das war das Oberhaus. Aber gleich haben wir die Wahl, scheinbar. Doch, hier sind die Wahlen beendet. So, schauen wir uns das doch mal an. Die Liberalen, die liberalen Parteien haben aber ein bisschen verloren. 20%. Ne, die nationale Partei ist, glaube ich, gilt hier als konservative, glaube ich. 14,29, damit sind wir zumindest oben mit dabei. Die nationalen Liberalen 15, Freisinnige 15. Okay, Christlich-Soziale Arbeiterpartei. Nun gut, 49% wieder die Liberalen. Insofern hat sich da jetzt nichts geändert. So, und wie wir das letzte Mal auch schon gemacht haben, werden wir Folgendes tun. Hier ändert sich im Übrigen auch nichts an den Ideologien und so gut wie nichts an den Volksideologien. Das ist alles sehr statisch. Aber wir werden wieder die konservative Partei einsetzen. Aus schon mehrfach erläuterten Gründen, die ich jetzt hier nicht wiederholen mag. Ein komplexes Thema, dieses Verfassungssystem und wie ich das historisch so widerspiegeln lassen will. So, Griechenland ist gezwungen, Konkurs anzumelden. Das kommt einem doch irgendwo bekannt vor. Griechenland ist bankrott und behauptet, sie schulden uns nichts. Ja, auch das bedeutet einen Kriegsgrund Schulden tilgen. Tja, aber sind das unsere Schulden oder die Schulden der Ökonomen? Wir können hier Politikreformen durchsetzen, staatlich kontrollierte Gewerkschaften oder politische Parteien. Aber das machen wir derzeit nicht. Derzeit fühlen wir uns ziemlich sicher. Insofern sind wir nicht gezwungen, hier irgendwelche Dinge umzusetzen, die wir sowieso nicht mögen. Jetzt gucken wir mal kurz, was hier los ist. Ob Großbritannien ist schon vertraut mit Ägypten. Ich glaube, da müssen wir was tun. Nehmen wir ihn mal raus. Oder wollen wir gleich einen Botschafter ausweisen? Ja, kommt, jetzt machen wir ein bisschen eine harte Tour. Das wäre wirklich ärgerlich, wenn Ägypten fallen würde. Serbien sieht gut aus, Schweiz ist okay, Schweden kein Problem. Ja, das ist auch alles kein Problem. Gut. Dann weiter. Wie kommt dann da unten Brasilien klar? 37%? Kein Thema. Die Ostfrage. Aufgrund des Niedergangs des Osmanischen Reichs als Großmacht nennen einige dieser einst stolze Nationen nun kranker Mann am Bosporus. Nationalismus und Revolten in den nicht-türkischen Provinzen des Reichs stellen den osmanischen Staat vor zunehmend große Probleme. Dazu kommt noch die Rückständigkeit des Reichs im Vergleich zu den westeuropäischen Staaten. Aufgrund dieser Fakten glauben nun viele, dass der Niedergang des Osmanischen Reichs nur noch eine Frage der Zeit ist. Außerdem hat die vermeintlich rohe Behandlung von Christen im Osmanischen Reich dazu geführt, dass sich das russische Zarenreich selbst zum Beschützer der Christenheit des Ostens erklärt hat. Sollen wir die russischen Übergriffe auf die osmanische Autorität dulden? Nein, das dulden wir nicht. Das russische Zarenreich muss sich von dem Titel lossagen. Sehr schön. Wir bleiben natürlich an unserer Seite, unserer Verbündeten. Und
Oh, sie weigern sich. Das russische Zarenreich weigert sich, ihre Ansprüche darauf, Verteidiger der östlichen Christenheit innerhalb des Osmanischen Reichs zu sein, aufzugeben. Wir haben nun einen legitimen Kriegsgrund gegen sie und ein siegreicher Krieg gegen sie würde dazu führen, dass sie den Titel verlieren. Jetzt verlieren wir trotzdem erstmal 5 Prestige, weil sie sich geweigert haben. Okay, Prestige-Reduzierungskriegsgrund, die Ostfrage ist das Thema. Ja, so ist der Stand der Dinge am Ende unserer Staffel, liebe Freunde. Es wäre möglich, Russland anzugreifen. Das ist jetzt eine interessante Frage aus dem Blick von Bismarck gestellt. Würde er diesen Krieg führen, damit auch gegen Frankreich? Welche Kriegsziele hätte er dann wirklich? Tja, interessant, interessant. Dafür haben wir jetzt genug Zeit, darüber nachzudenken. Denn es ist eine Staffelpause, wie immer nach der 6. Folge, wie fast immer nach der 6. Folge. Ja, interessant. Ich freue mich drauf. Bin mal gespannt, wie ihr das so diskutiert. Ich werde mir natürlich eine eigene Meinung bilden. Da bin ich ja immer ein bisschen festgefahrener. Und ja, Kriege sind natürlich was Schönes aus Zuschauerperspektive. Aber aus der historisch-authentischen Perspektive heraus, aus der Rolle heraus, muss man doch da immer sehr bedacht vorgehen. So würde ich es mal bezeichnen. Jo, also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.